herzlich willkommen auf meinem Kanal Backzauber. Ich begrüße euch. Heute habe ich das Rezept für eine Tarte mit Kirschen für euch dabei. Auf einen knusprigen Mürbeteig kommt eine Creme aus Mascarpone und Quark. Darauf kommen dann Kirschen und bestreut wird das Ganze dann noch mit Mandelblättchen und dann kann die Tarte auch schon in den Backofen. Also ein leckerer Kuchen direkt aus dem Kühlschrank serviert, so ein richtig toller Kuchen für die warmen Sommertage. Ich hatte für diese Tarte jetzt frische Kirschen benutzt und muss sagen, ich finde die nach dem Backen viel schöner als die Kirschen aus dem Glas, weil sie halt noch richtig Biss haben. Also falls ihr schöne Kirschen bekommt, frische Kirschen, dann würde ich euch empfehlen, das Rezept mal mit frischen Kirschen auszuprobieren. Dann geht's jetzt los. Ich zeige euch, wie es geht. Wie immer würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir ein Abo, ein Like oder einen Kommentar hinterlasst. Und in meinen Playlists unter Tarte, da findet ihr noch weitere schöne Tarte-Rezepte. Schaut da auch gerne einmal rein. Wir benötigen folgende Zutaten für den Teig: 250 Gramm Mehl, 125 Gramm Butter oder Margarine, 75 Gramm Zucker und ein Ei. Dann für die Füllung 250 Gramm Magerquark, 250 Gramm Mascarpone, 80 Gramm Zucker, ein Tütchen Vanillezucker, einen Teelöffel Vanilleessenz, zwei Eier, 50 Gramm Butter und ein Tütchen Vanillepuddingpulver zum Kochen. Außerdem benötigen wir Kirschen, ungefähr 300 Gramm. Und backen werde ich die Tarte in einer Tarteform, 26 cm Durchmesser. Meine Tarteform hat so einen schönen Hebeboden, da lässt sich der fertige Kuchen dann wunderbar aus der Form nehmen, bei 175 Grad Ober- und Unterhitze auf der mittleren Schiene. Zuerst bereite ich den Mürbeteig zu. Dazu habe ich mir jetzt das Mehl schon in eine Rührschüssel getan. Dann gebe ich den Zucker dazu, das verrühre ich mal eben miteinander. Dann kommt das Ei dazu und die Butter und dann knete ich daraus mit den Händen eben schnell einen geschmeidigen Teig. Da ist mein Teig jetzt fertig. Wir haben einen schönen geschmeidigen Teig, so muss er sein. Für die Backanfänger unter euch, die Größe vom Ei spielt immer eine Rolle. Sollte der Teig zu klebrig sein, dann knetet ihr einfach noch etwas Mehl unter. Ist der Teig zu fest, gebt ihr einfach ein Schlückchen kaltes Wasser dazu und knetet das unter. Und so könnt ihr die Konsistenz ausgleichen. Jetzt habe ich hier meine Tarteform. Die sprühe ich mal eben mit Backtrennspray ein. Ihr könnt aber auch Butter oder Margarine zum Einfetten nehmen. Und dann gebe ich meinen Teig in die Tarteform, werde ihn da gleichmäßig verteilen, nehme dazu auch meinen kleinen Handroller, mit dem sich der Teig wunderbar in der Form direkt ausrollen lässt. Und dann ziehe ich auch hier den Rand dann dabei hoch und dann ist das auch schon fertig. Der Teig ist jetzt schön gleichmäßig verteilt in der Form. Fühlt da jetzt nochmal mit den Händen nach, weil da könnt ihr schön spüren, ob der Boden auch wirklich überall gleich dick ist. Jetzt steche ich da mit einer Gabel den Boden mehrmals ein, damit er dann später gleichmäßig hochbackt. Und dann stelle ich die Tarteform erst einmal in den Kühlschrank und werde jetzt die Füllung zubereiten. Die Kirschen habe ich gewaschen, halbiert und entsteint. Die stelle ich mal auf die Seite. Und dann hatte ich ganz vergessen zu erwähnen bei den Zutaten, dass wir auch gehobelte Mandeln brauchen, also Mandelblättchen, schreibe ich euch aber mit ins Rezept hinein. Dann habe ich mir jetzt hier schon mal den Quark in eine Rührschüssel getan. Da kommt Mascarpone dazu. Dann gebe ich die anderen Zutaten dazu. Vanilleessenz, die Eier, die geschmolzene Butter, Vanillepuddingpulver, Zucker und Vanillezucker und dann verrühre ich das Ganze erst einmal zu einer homogenen Masse. Ja.
Da ist jetzt alles schön miteinander verrührt. Ah nee, das Puddingpulver fehlt ja noch. Um Gottes Willen, das brauchen wir auch noch. Aber jetzt ist alles miteinander verrührt. Jetzt hole ich mal eben schnell meine Tartform aus dem Kühlschrank. Dann fülle ich jetzt hier meine Masse in die Tartform. Dann gebe ich die Kirschen darüber. Und dann bestreue ich das Ganze noch mit den Mandelblättchen. Und der Backofen, der heizt schon vor. Und dann kann der Kuchen dann auch gleich schon in den Backofen. Und ab in den Backofen auf die mittlere Schiene. Die Tarte war jetzt für 35 Minuten im Backofen. Jeder Backofen backt ja anders, da müsst ihr halt eben ein bisschen schauen. Die Tarte sollte nur nicht zu dunkel werden, also achtet darauf, dass hier der Teig dann nicht zu dunkel wird. Jetzt lasse ich die Tarte erst einmal vollständig auskühlen, dann kann ich sie anschneiden und euch präsentieren. Und hier ist die fertige Tarte mit Kirschen für euch. Schaut mal, wie appetitlich der Kuchen ausschaut. Direkt aus dem Kühlschrank, so richtig schön durchgekühlt, schmeckt der Kuchen natürlich am allerbesten. Und ich finde, ihr solltet das Rezept auf jeden Fall einmal ausprobieren. Guten Appetit! Wir sind fertig für heute. Der Kuchen ist gebacken und kann jetzt gegessen werden. Dann bedanke ich mich bei euch fürs Zuschauen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbacken. Guten Appetit und tschüss, bis zum nächsten Mal.